ich ging rein und dann habe ich ja gesehen, wir waren ja oben drin, also das habe ich dann mitgemacht. Wir waren ja oben drin, da haben die gesagt, was, hier wird nicht verbrannt oder so, ne? Also wir haben doch Heizung, wir haben doch Fernheizung, wir brauchen doch keine Öfen oder so, ne? Und um noch runterzukommen, das weiß ich noch, wenn man da reinkam, war rechts, da waren immer Gitter zum Keller. Und ehe wir die uns die Gitter aufgeschlossen haben und wir dann in den Keller kamen, gab es eben Leute dann schon, wie der Stasi-Beamte, mit grauen Nylonschürzen, musst du sich vorstellen, und haben verbrannt. Und natürlich gab es die Öfen. Aber erstmal gab es Lüge, 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 ja, und Blockade, Blockade. Und ich habe immer mit dem Staatsanwalt immer versiegelt und war auch dann im Keller, ich weiß nicht, ich war überall. Und dann waren teilweise die Räume schon leer. Da teilweise kamen in den Räume, da waren alles zerhäckselt, ja, alles immer versiegelt. Ja. Also wir haben teilweise gar keine Akten mehr gefunden, weil die gar nicht da waren. Die waren nämlich unten im Keller. Ne? Und ich habe oben, weiß ich noch, versiegelt und die Siegel waren am anderen Tag wieder aufgerissen. Also es war noch ein Tohuwabohu, obwohl schon sich Bürger an dem Tag an den Eingang gesetzt haben und haben schon Ausweise von Stasi einkassiert und haben die aufgeschrieben und praktisch gekündigt, so erstmal stillgelegt. Ja? Wenn man sich so überlegt, welche Bürgerkraft sich da entfaltet hat, nur allein dadurch, dass wir da waren. Und an dem Tag hat sich dann auch die Bürgerwache entwickelt. Dann haben wir noch überlegt, wo können wir die Stasi-Akten hinbringen, dass die sicher bleiben. Wir wussten ja, wenn wir das Gebäude verlassen, verbrennen die weiter oder wie. Wir wussten überhaupt nicht, wie die Bahnen waren, ne, wo das hinkam. Und dann kam jemand auf die geniale Idee, wir tun die in die U-Haftzellen. Und das war ja dann so lustig, dass da nicht, wie es früh gesagt wurde, Menschen drin saßen, sondern die Stasi-Akten bewacht wurden. Also wirklich jemand bewacht wurde von den Zellen. Ne. Und das war ja auch das Wichtigste in Erfurt, dass sich hier die Bürgerwache entwickelt hat. Aber das kennen Sie, die Geschichte, ne, dass die Bürgerwache sich auch republikfrei ausgeweitet hat und dass dann aber auch Leute, die in den Zellen waren, das erste Mal in ihre Zellen zurückkommen konnten und dann wirklich geredet haben, geweint haben. Wir haben zusammen unsere Knastzeit uns wieder aufbeschworen und dass da schon so ein gesellschaftlicher Heilungsprozess entstanden ist. Ja.